Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Genug geredet, genug spekuliert. Nun wird hier Fußball gespielt. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Spieler ohne jede Möglichkeit. Achtung, jetzt! Nee, der geht nicht rein. Bender. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und nun hat Real Madrid den Ball. Modric. Super Flanke. Benzema. Der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Und das geht in Ordnung. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Können Sie die Flanke verwerten? Mit dem Kopf. Der Ball war im Tor aus. Eckstoß für Real. Sergio Ramos. Super, der Kopfball. Pedia. Und der Ball ist noch heiß. Geht er rein? Ja, das war Abseits. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Modric. Kiel. Oh! Da fehlte wirklich nicht viel. Es wird Abstoß geben.
Marcelo. Di Maria. Und nun hat Real Madrid den Ball. Das muss es sein! Und diese Flanke. An die Latte! Aber der Ball ist noch heiß! Das Bällchen ist noch heiß! Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ball im Tor aus, Abstoß. Marco Reus. Wojciechowski bewegt den Ball. Benzema. Modric. Wenn du den als Stürmer im Rücken hast, dann gibt's die idealen Pässe. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und er trifft. Wir können festhalten. Real Madrid führt zur Pause. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Wojciechowski. Und Achtung, genau hingeschaut. Findet seinen Mitspieler. Das gibt Freistoß. Und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Ein perfekter Freistoß, ein fast perfekter Freistoß. Millimeter verhindern das Tor. Das war schwach gemacht, es gibt Einwurf. Das ist es! Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Klasse gehalten und festgehalten. Bender. Gündogan. Marco Reus. Gefährliche Flanke. Die Kugel trifft zuerst den Torwart und findet dann den Weg ins Netz. Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfballtor. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Ja, 20, 30 Zentimeter höher als alle anderen und dann zappelt das Ding. Klasse. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Achtung! Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Und er ist drin! Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Im zweiten Anlauf und das ist besonders ärgerlich. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie.
Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Real Madrid liegt hinten. Jetzt geht er fast an seine Auswechselgrenzen. Er bringt zwei neue auf einen Schlag, der Trainer. Da muss jetzt eine Reaktion kommen. Die Mannschaft von Real Madrid liegt erstmal zurück. Freistoß entschieden, sofort, ohne zu überlegen. Oder haben sie sich nicht viel Zeit gelassen? Das nennt der Abiturient und Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Und da gewinnt er das Kopfballduell. Wie meistens. Unglaublich, wie stark er da ist. Und für kaum eine Abwehr auf diesem Planeten ist das zu verhindern. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Marco Reus. Die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Die Ecke geht voll daneben. Es ist knapp, es ist Spannung drin und es sind schon drei Tore gefallen. Zur Pause 2:1. Wenn hier eine Mannschaft führt zur Pause, so ist das nach dem Spielverlauf längst keine Hochrechnung auf den Endstand. Alles andere als eine Vorentscheidung. Viel zu ausgeglichen. Das wird noch eine richtig spannende Angelegenheit. Tolles Fußballspiel, aber es ist ja erst nur die erste Hälfte rum. Ja, aber das ist ja Wahnsinn, was wir hier an Torchancen gesehen haben. Sensationelles Spiel. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Isco. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Faire Attacke, ein Foul, Freistoß gegen Real Madrid. Ja, da sind sie schlicht im Weg. Błażejkowski. Reus. Der Keeper kann diesen Schuss entschärfen. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Mats Hummels! Ja, das ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen, da bräuchte er Körpermaße eines Basketballs. Kiel. Piszczek. Balleroberung im Mittelfeld. Modric. Wichtige Balleroberung im Mittelfeld.
schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Ball im Tor aus, Abstoß. Das scheint mir eine große Liebe zu sein zwischen dieser Mannschaft und den Fans. Und ich kann diese Liebe nachvollziehen, denn die spielen richtig gut und natürlich geht die Atmosphäre da hoch, gehen die Fans mit. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Abgefälschter Ball und im Aus. Eckball. Können die da was draus machen? Der Kopfball. Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Isco. Cristiano Ronaldo. So, da bin ich mir sicher, gibt es ordentlich was auf die Ohren vom Coach. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist doch alles drin. Unglaubliches Tor. Also wir wollen den Pfad der Gerechtigkeit nicht verlassen, aber dieser Torwart hat keinen guten Tag heute. Na, das ist Verunsicherung pur, auch bei diesem Gegentor wieder. Aber ganz ehrlich, überraschend kommt das nicht nach dem, was wir bisher in dieser Partie gesehen haben. Ja, der Treffer eigentlich nur noch Formsache, die Flanke. Die Flanke war wirklich die entscheidende Situation. Klasse. Es ist so ähnlich wie beim Poker. Zwei neue sollen den Sieg bringen. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Gute Flankenmöglichkeit. Benzema. Und der Ball prallt vom Pfosten zurück ins Feld. Lojikowski bewegt den Ball. Gute Flanke. Gutes Stellungsspiel hinten in der Abwehr. Auch bei diesem Flankenball. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Lewandowski. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Lewandowski. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Logisch, das muss Eckball geben. Hummels! Mit etwas Glück hat er den Ball gesehen. Aber drankommen konnte er nicht. Nee, niemals. Also da bräuchte er Sprungfedern in den Fußballschuhen. Da geht nichts.
Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Lewandowski. Achtung, jetzt! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Er bleibt im Ballbesitz. Das war ganz wichtig, dass der Verteidiger da zur Stelle war. Hummels. Großkreuz. Großkreuz. Bender. Zweikampf um den Ballbesitz. Blaschikowski. Und der ist drin. Die Mannschaftskameraden sind auch nicht gut drauf, aber unser Torwart, der schießt hier den Vogel. Verunsicherung pur und ich glaube, der gute Mann wird den Abpfiff herbeisehnen. Und noch einer oben drauf und gar nicht schlecht und damit noch deutlichere Führung. Und diese Führung hier ist mehr als deutlich. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Benzema. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Das eine Tor wird sie nicht trösten. Endergebnis 4:1. Das ist ein tolles Gefühl, da nicht mehr im Keller zu stehen. Und mit was für einem grandiosen Spiel sie sich hier gerettet haben. Wahnsinn! Es war spannend, es war hochklassig. Ich denke, sie haben genauso viel Spaß bei diesem Spiel gehabt wie ich. Mani Breukmann sagt Tschüss, bis die Tage.